Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Matthias Wagner und ich begrüße Sie ganz herzlich zum aktuellen FRM Regionalmagazin. In dieser Sendung haben wir drei große Beiträge für Sie vorbereitet. Zum einen gibt es die Auflösung der letzten Wo bin ich Frage in diesem Jahr. Dann haben wir natürlich ein aktuelles Vereinsquiz und es gibt Tipps aus der Baumschule Schurig. Also freuen Sie sich auf diese kommende halbe Stunde. Zum ersten Beitrag habe ich mir wieder im Autohaus Siebeneicher den Subaru Forester ausgeliehen, denn es geht jetzt auf nach Altenberg. Die Auflösung der Wo-bin-ich-Frage steht an und ich bin mir sicher, Sie kommen mit. Und in der Zeit von hier Dips bis Altenberg erkläre ich Ihnen natürlich mal die Vorzüge dieses Fahrzeuges. Also kommen Sie einfach mit. Herzlich willkommen bei Wo bin ich, dem sommerlichen Ratespaß bei FRM TV. Exklusiv präsentiert vom Autohaus Siebeneicher die Poldiswalde, Gewerbegebiet Reinholzhain. Drei starke Allradmarken unter einem Dach. Echte Belastbarkeit ist eine Mischung aus Bescheidenheit, Stärke und Ausdauer. Der Subaru Forester hat diese Eigenschaften verinnerlicht und spiegelt sie in seinem markanten Design wider. Robuster und gleichzeitig moderner als je zuvor ist der Forester mit seinem elegant gestalteten Äußeren, das seine ausgewogene Leistung gebührend unterstreicht, ein wahrer Blickfang. Auch abseits von gut ausgebauten Straßen kann der Forester punkten, dank Bodenfreiheit und Allradassistenzsystem X-Mode. Das verleiht dem Forester einen Extra-Leistungsschub zur Überwindung möglicher Hindernisse. Auch die Innenausstattung punktet mit hochwertigen Materialien. Infotainment, Audio und Navigationssystem, alles ist übersichtlich und gut bedienbar angeordnet. Hier fühlt sich der Fahrer sofort wohl. Sicherheit wird bei Subaru von jeher großgeschrieben. Mit EyeSight bekommt Sicherheit im Fahrzeug eine neue Dimension. Wie ein zweites Augenpaar überwachen die zwei Objektive der Stereokamera von EyeSight das Geschehen auf der Straße. Sobald das System eine Gefahr ausmacht, warnt es den Fahrer und bestätigt im Ernstfall sogar die Bremse. Das sind nur einige Eigenschaften des neuen Subaru Forester. Erleben Sie ihn auf der Straße und im Gelände. Er bietet Ihnen nun ein noch besseres Fahrgefühl und überzeugt mit seiner veredelten Haptik und Optik innen wie außen. Egal, wo es hingeht, mit seiner Vielseitigkeit und seinem bemerkenswerten Auftreten ist der Forester bereit, die Welt zu erobern. Vielleicht erobert er auch Sie. Sie sollten ihn auf jeden Fall einmal testen in Ihrem Autohaus Siebeneicher in Dippoldiswalde, Gewerbegebiet Reinholzhain. Ja, und da sind wir schon hier am gesuchten Ort und ich muss sagen, ja, es ist schon ein bisschen wirklich herbstlich hier in Altenberg und hier sehen Sie auch das Schild, das war der gesuchte Ort oder der besuchte Begriff, die Altenberger Pinge. Viele, viele haben es gewusst und wir stellen Ihnen jetzt dieses Denkmal ein bisschen vor und zwar erheben wir uns da in die Lüfte wie ein Adler und zeigen Ihnen mal die Pinge von oben. Die Altenberger Pinge entstand durch den Bergbau und liegt direkt am Rand des Altenberger Stadtgebietes. Der Hauptbruch entstand schon 1620. Er ist auf den intensiven Bergbau zurückzuführen, der seit etwa 1440 die Region wirtschaftlich aufblühen ließ. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte die Pinge nur eine Fläche von etwa 2,5 Hektar. Insbesondere ab etwa 1976 wurde sie durch intensiven Erzabbau wesentlich erweitert. Heute weist sie einen Durchmesser von durchschnittlich 400 Meter, eine Tiefe von etwa 130 Meter und eine Fläche von etwa 12 Hektar auf. Die Pinge ist eingezäumt und kann nicht begangen werden. Zwischen 1928 und 1942 sowie 1949 und 1953 konnte die 85 Meter tief gelegene Heinrichssohle mit ihren feuergesetzten Weitungsbauen besichtigt werden. Ein Bergbaulehrpfad umrundet heute die Pinge und bei einer geführten Wanderung kann von einer Plattform ein tiefer Einblick getätigt werden.
Überdies ist die Pinge Station Nummer 34 des grenzüberschreitenden deutsch-tschechischen Bergbaulehrpfades. Der Bergbaulehrpfad hat eine Länge von rund 40 Kilometer. Er verbindet 70 Sachzeugen wie Museen, Denkmale, Besucherbergwerke und andere mit dem Bergbau verbundene touristische Attraktionen im oberen Erzgebirge. Zum Erwandern empfiehlt sich der Erwerb einer Wanderkarte, welche alle wichtigen Informationen zum Bergbaulehrpfad enthält. Ja, das ist schon ein beeindruckendes, markantes Gebiet hier, dieses Gebiet der Pinge in Altenberg. Und jetzt wollen Sie natürlich wissen, wer gewonnen hat. Und das sehen Sie jetzt eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch vom ganzen FRM-Team. Und gewonnen haben Sie ein Essen für zwei Personen in der Lugsteinbaude. Und was Sie da erwartet, das zeigen wir Ihnen jetzt. Zwischen den beiden Felsen Großer und Kleiner Lugstein, oberhalb des Naturlehrpfades Georgenfelder Hochmoor, auf fast 900 Höhenmetern finden Sie die Lugsteinbaude. Zauberhafte Natur, herrliche Ausblicke und eine bodenständige Gastronomie, der ideale Ort für eine kleine oder ausgedehnte Rast. Liebe Gäste, wenn Sie bei uns angekommen sind, befinden Sie sich in der höchstgelegenen Gaststätte des Osterzgebirges, der Lugsteinbaude. Wir, die Familie Kabitz, heißen Sie ganz herzlich willkommen. Bei uns bekommen Sie nach Ihren Rad-, Wander- oder Skitouren gutbürgerliche Küche zur Stärkung. Auch ein paar Tropfen zum Trinken werden Sie finden. Die Lugsteinbaude bietet zwei Gasträume mit insgesamt 76 Plätzen, sowie eine Terrasse mit rund 40 Sitzplätzen für die sonnigen Tage. Je nach Jahreszeit finden Sie in den Gasträumen die verschiedensten Dekorationen, für die die Chefin des Hauses mittlerweile bekannt ist. Herbst oder Winter, Frühling oder Sommer, lassen Sie sich überraschen. Im Sommer kommen auch die Blumenliebhaber auf ihre Kosten. Auf dieser Höhe entsteht hier jeden Sommer ein schier unglaubliches Blumenmeer, ein floristisches Meisterwerk zum Bewundern, Staunen und Genießen. Die Küche in der Lugsteinbaude bietet den Gästen regional typische Gerichte. Ob Schnitzel oder Sülze, Bauernfrühstück oder leckere Desserts, alles wird vor Ort frisch und mit viel Liebe zubereitet und serviert. Gern können Sie hier auch Ihre Familien- und Firmenfeiern buchen. Ihre Gäste werden die einmalige Lage der Lugsteinbaude zu schätzen wissen. Noch eine Besonderheit gibt es. Gern greift die Wirtin zum Akkordeon und singt mit den Gästen gemeinsam Lieder. Ein schöner Brauch, und manchmal sind die Wirtsleute von den gesanglichen Fähigkeiten ihrer Gäste wirklich überrascht. Wenn Sie bei uns einmal waren, dann gehören Sie sicherlich auch zu den Gästen, die sagen, hierher immer wieder. Und denken Sie dran, es wird oft musiziert. Und keine Panik, wenn Sie nicht textsicher sind, kein Problem, Texte und Noten sind vorhanden. Ich freue mich schon auf Sie. Herzlich willkommen bei Wo bin ich, dem sommerlichen Ratespaß bei FRM TV. Exklusiv präsentiert vom Autohaus Siebeneicher Dippoldiswalde, Gewerbegebiet Reinholzhain. Drei starke Allradmarken unter einem Dach. Jetzt sind Sie da, die aktuellen Angebote im BHG Bauzentrum Reinholzhain. Günstige Preise für Haushof, Garten und Gewerbe. Zum Beispiel Werkstattofen mit Sichtfenster für nur 484 Euro oder Kaminholz pro Sack nur 2,99 Euro oder Rechteckpflaster Herbstlaub pro Quadratmeter ab 12,99 Euro. Wenn's gut werden muss, BHG Bauzentrum Reinholzhain. Ihr Fachmarkt für Haushof, Garten und Gewerbe. Ah!
herzlich willkommen, meine kleinen und großen Freunde, hier bei uns zum Osterzgebirgischen Puppentheaterfest in und um Bärenfels herum. Ich kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall wieder eine ganz, ganz lustige und spannende Angelegenheit. Schaut euch mal hier schon einen kleinen Eindruck an. Bitteschön. Alt und Jung sind herzlich zum 15. Osterzgebirgischen Puppentheaterfest vom 11. bis 13. Oktober eingeladen. Es findet wie immer in und um Bärenfels statt. Es steht auch in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Andrea Domvar, der ersten Vizepräsidentin des Sächsischen Landtages. Gespielt wird auf Bühnen von Kipsdorf bis Lauenstein, von Seide bis Jonsbach. In jedem Fall wird beste Unterhaltung geboten, mal in der derb deftigen Variante, mal eher mit feinsinnigem und leisem Humor, für alt und jung. Freuen Sie sich unter anderem auf den gestiefelten Kater, gespielt vom Figurentheater Jörg Schmidt, Dornröschen mit dem Hermannshoftheater Wiestedt oder auf Jorinde und Joringel, gespielt vom Das Weite Theater Berlin, um nur einige zu nennen. Und natürlich ist mehrfach der beliebte Kasper zu erleben, der seit Jahrzehnten auf der Puppentheaterbühne für Recht und Gerechtigkeit sorgt, der hilft, sich kümmert und einrenkt, was aus dem Lot geraten ist. Alle Spielorte und Termine erfahren Sie im Internet unter www.puppentheaterfest.de. Na, hab ich euch zu viel versprochen? Es wird auf alle Fälle wunderhübsch, kann ich euch sagen. Also, wie jedes Jahr im Oktober, hier bei uns in Bärenfels geht's los. Wir warten auf euch. Nicht nur ich, der Kasper, sondern meine Kollegen und, ach, was sag ich, alle Puppenspielkollegen aus der ganzen Welt. Wir freuen uns auf euch. Bis bald! Herzlich willkommen bei der Herbrig & Co. GmbH hier in Bärenstein. Mein Name ist Christoph Herbrig, ich bin der Geschäftsführer des Unternehmens und ich würde Ihnen gerne heute mal mit meinem Team zeigen wollen, was in den letzten Jahren hier entstanden ist. Wir haben in den letzten 10 Jahren ca. 40 Millionen Euro in den Ausbau unserer Kapazitäten investiert und unser Team an Mitarbeitern ist von knapp 100 Mitarbeitern auf jetzt fast 170 Mitarbeiter gewachsen. Aber wir haben noch mehr vor. Wir wollen im nächsten Jahr eine neue Fertigungshalle errichten und suchen dafür auch schon neue Kollegen, die uns dann entsprechend unterstützen. Die Dreherei Herbrig & Co. GmbH steht für mehr als 60 Jahre Präzisionsmechanik in bester sächsischer Tradition. Als mittelständiges Familienunternehmen aus dem Müglitztal gehören wir zu einem historisch gewachsenen Wirtschaftsstandort, der weit über die Ortsgrenzen hinaus für seine Präzisionsbranche bekannt ist. Der Name Herbrig steht für einen hohen Qualitätsanspruch in Sachen Präzisionsteile. 170 Mitarbeiter und über 130 CNC-Langdreher, CNC-Kurzdreher und Rundtaktmaschinen sorgen dafür, dass jedes Jahr weit über 100 Millionen Drehteile ihren Weg zu unseren Kunden finden. Jedes Jahr geben wir bis zu 6 jungen Menschen die Chance, in einem spannenden Umfeld eine Ausbildung zu absolvieren. Mein Name ist Stefan Leuteritz, ich bin hier Ausbilder in der Firma Herbrig & Co. GmbH. Wir haben zurzeit 10 Auszubildende, die den Ausbildungsberuf Maschinen- und Anlagenführer oder Zerspannungsbescheiniger durchführen. Hier bei uns in der Lehrwerkstatt, wie Sie zurzeit sehen, gerade die 2 Auszubildenden im ersten Lehrjahr, am 1.8. begonnen, mit Pfeilen im Grundkurs, manuelles Spannen. Der Beruf Maschinen- und Anlagenführer und Zerspannungsbescheiniger ist ein sehr vielseitiger und interessanter Beruf. Mitzubringen sind technisches Verständnis und ein Feingefühl für Genauigkeit. Ich habe damals in der 9. Klasse bei Herbrig ein Praktikum abgelegt. Ich fand diesen Beruf sehr interessant und ansprechend für mich. Deswegen habe ich dann am 1.8. angefangen hier. Demnächst werden sich die Ausbildungsbedingungen weiter verbessern, denn wir bauen in der ehemaligen Mittelschule Bärenstein unsere neue Lehrwerkstatt. Und wir freuen uns auf optimale Bedingungen für unsere Lehrlinge und Auszubildenden. Weiterhin suchen wir aktuell ausgebildete Fachkräfte als Zerspannungsmechaniker, Zerspannungsmechanikerin bzw. Dreher, Dreherin für CNC-Drehautomaten und Zerspannungsmechaniker, Zerspannungsmechanikerin bzw. Dreher, Dreherin für Rundtaktautomaten. Sie haben gesehen, es ist vieles bei uns im Wandel.
Und vielleicht können wir Ihr Interesse wecken, dass Sie Teil unseres Teams werden. Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung. Ja, wenn Sie hier in der Region Altenberg unterwegs sind, nutzen Sie doch die schönen Herbsttage für eine ausgedehnte Wanderung. Ob allein oder mit der ganzen Familie, ist egal, es macht richtig Spaß. Und ich mache mich jetzt hier auf den Weg mit meinem Subaru wieder Richtung Oberkarsdorf, denn dort wartet der Feuerwehrförderverein Dippoldiswalde schon auf seinen großen Auftritt beim Vereinsquiz. Zuvor bin ich aber noch bei der Baumschule Schurig zu Gast. Da gibt es interessante Tipps für die Gartenfreunde. Und ja, bis dahin, tschüss. Liebe Gartenfreunde, willkommen in der Baumschule Schurig. Der Sommer ist vorbei und die Pflanzzeit ist in vollem Gange. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen heute ein paar Gehölze vorstellen, die ein wenig Farbe das ganze Jahr über in Ihren Garten bringen. Fangen wir an mit einer rotlaubischen Blasenspire. Ein wunderschöner rotlaubischer Zierstrauch, der von Mai bis Juni weiße Blüten hat. Das gibt mit seinen Blüten einen sehr guten Kontrast gegenüber seiner Laubfärbung. Der Strauch wird bis zu 2,5 Meter hoch und wird ein schöner, breit, buschiger Strauch. Denselben gibt es auch in gelblaubisch, wie Sie hier sehen können. Ja, wächst auch in etwa 2 Meter hoch und macht im Mai bis Juni weiße Blüten. Ein weiterer Strauch, der für Einzelstellung und für frei wachsende Blütenhecken sehr gut geeignet ist, sind die rotlaubischen Weigelien. Diese werden auch im Bereich 2 bis 2,5 Meter hoch und blühen von Mai bis Juli immer und immer wieder mit roten kleinen Trichterblüten. Weitere höher wachsende Ziersträucher sind die Perückensträucher, die es auch in rotlaubisch und in gelblaubisch gibt. Diese können bis zu 4 Meter hoch werden und blühen, wie der Name schon sagt, mit perückenartigen Blütenständen, auch im Bereich April, Mai. Ebenfalls zu den Weigelien gehören, wie hier zu sehen, eine buntlaubische Weigelie. Diese hat weiße und rote Blätter vereint mit den normalen grünen Blättern. Dies ist eine Zwergform, die wird maximal 1 Meter hoch. Dies ist etwas für kleine Vorgärten, zur Zierde, um eben ein wenig Abwechslung in das normale Grün des Gartens hineinzubringen. Natürlich gibt es als Buntlaubische nicht nur Sträucher, sondern auch Bäume. Wie Sie hier sehen, eine Blutpflaume. Diese kann bis zu 5 Meter hoch werden. Man kann sie als Baum ziehen oder auch als Strauch wachsen lassen. Dies ist etwas für etwas größere Gärten, wenn man viel Platz hat und einen schönen Kontrast zu einer hellen Hauswand haben möchte. Ebenfalls ein kleiner Hausbaum, der Farbe in Ihren Garten bringt, ist die rotlaubische Zierkirsche, Royal Burgundi heißt die Sorte. Diese blüht im April mit weißen bis rosanen gefüllten Blüten. Viele Kunden fragen bei uns immer nach, wie das denn mit dem Schnitt der Himbeeren geht. Zu unterscheiden sind bei den Himbeeren immer Sommerhimbeeren und Herbsthimbeeren. Die Sommerhimbeeren tragen Juli, August. Und die Herbsthimbeeren haben die Ernte im September. Der große Unterschied ist, dass die Sommerhimbeeren am zweijährigen Holz tragen und die Herbsthimbeeren am einjährigen Holz. Deswegen sollten Herbsthimbeeren immer direkt nach der Ernte zurückgeschnitten werden, immer die Triebe, die gerade getragen haben. In dem Fall jetzt dieser hier. Da die Sommerhimbeeren am zweijährigen Holz tragen, muss auch hier darauf geachtet werden, nur das Holz wegzuschneiden, was dieses Jahr getragen hat. Denn wenn Sie die einjährigen Triebe entfernen, haben Sie nächstes Jahr nichts mehr zu ernten dran, da an diesen Trieben nächstes Jahr die Früchte sich bilden. Natürlich haben wir im Sortiment auch viele weitere Ziersträucher, Nadelgehölze und wie Sie im Hintergrund sehen können, auch eine riesige Auswahl verschiedenster Arten Obstgehölze in sämtlichen verschiedenen Sorten und Stammhöhen. Unsere Öffnungszeiten sind von montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends haben wir von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Ich freue mich auf Ihren Besuch, Ihr Robert Schurig. Das Vereinsquiz 2019 wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund!
Von der Ergo-Generalagentur Ingonei in Ilsa kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Sowie dem Pirnaer Möbelhandel. Schnäppchenjäger, aufgepasst! Traumküchen zum halben Preis beim Pirnaer Möbelhandel. Und als Extra gibt es 1.000 Euro geschenkt. Beratung, Verkauf, Montage, alles aus einer Hand. Pirnaer Möbelhandel im Einkaufszentrum Petz auf der Rottwerndorfer Straße. Ja, herzlich willkommen zu Vereinsquiz Nummer 3. Wir sind heute zu Gast beim Feuerwehrförderverein Dippoldiswalde. Genauer gesagt in der Feuerwehr, bei der Freiwilligen Feuerwehr in Oberkarsdorf. Ihr seid ja nicht das erste Mal dabei. Seit 2014 haben wir gerade besprochen und als Feuerwehrförderverein unterstützt ihr natürlich die Feuerwehren der Stadt Dippoldiswalde, die einzelnen Ortsfeuerwehren, und habt euch wieder gemeldet, schon im letzten Jahr sofort gesagt, hallo, wir sind wieder mit dabei, weil 300 Euro ist eine Menge Geld, die wollt ihr haben für eure Vereinskasse. Was soll damit geschehen? Ja, nächstes Jahr ist wieder das Jugendzeltlager in Pausdorf, und wenn sie 300 Euro werden, werden wir dort einen kleinen Gimmick noch mit den Kindern mitgeben, wird dann wahrscheinlich ein Open-Air-Kino dann am Strandbad geben, was wir dann daraus mitfinanzieren. Schöne Sache. Und heute spielen um die 300 Euro ganz außen Carsten Birner, in der Mitte Katrin Lange und Marc Bodis. Und die Spielregeln sind natürlich unverändert. Ihr wisst es ja mittlerweile auch schon. 10 Fragen, die gerade gezogen wurden, gilt es zu beantworten. 30 Sekunden Zeit für die Beantwortung der Fragen, dann mit A, B oder C antworten. Das ist soweit alles klar. Alte Hasen im Spiel hier dabei. Ich denke, es gibt hier überhaupt keine Probleme, und das aus dem Grund starten wir sofort mit der ersten Frage beim dritten Vereinsquiz beim Feuerwehrförderverein in Dippoldiswalde. Die Frage lautet: Julius Seemann erfand in den 50er Jahren A. das Handy, B. die Einkaufstüte aus Folie oder C. den Wunderbaum, der Frische ins Auto bringt, also das grüne Bäumchen in der Autoscheibe. Julius Seemann erfand in den 50er Jahren A. das Handy, B. die Einkaufstüte aus Folie oder C. den Wunderbaum, der Frische ins Auto bringt. Das ist schon der erste Knaller an. Wir haben uns für Antwort C entschieden. Ihr habt euch für Antwort C entschieden, und ich möchte jetzt mal wissen, wie ihr das hergeleitet habt. Also ich habe ja in dieser Branche etwas mit zu tun, und ich habe so ein bisschen eine Erinnerung, dass ich glaube, also dass auf diesen Wunderbäumen und Duftbäumen ist immer so ein bisschen was mit Seemann, so von diesem Namen her, dass er sich das Logo dort mit eingebracht hat. Wir machen hier lange Rede, kurzer Sinn. Das sind 10 Punkte. Es ist richtig. Ich würde es mal kurz vorlesen. Nachdem sich im Jahr 1951 ein Milchfahrer über den üblen Geruch verschütteter Milch bei ihm beklagt hatte, bei diesem Herrn Seemann, erfand er eine Möglichkeit, das Kiefernadelöl mit einem porösen Karton zu verbinden. Und daraus wurde dann dieser Baum kreiert, der dann ja das sogenannte Duftbäumchen ist. Richtig, 10 Punkte. Und damit, ja, guter Anfang, oder? Hier in der Feuerwehr in Oberkarsdorf. Heute das erste Mal haben wir festgestellt, nicht im Freien, drin in einer Feuerwehr. Und das bringt euch vielleicht Glück und diesmal den ersehnten Einzug ins Finale. Und dann natürlich auch, was mache ich jetzt hier? Hier ist gar nichts drin, doch. So, Frage Nummer 2. Als falscher Hase bezeichnet man ein Gericht aus A. Rinderbraten, B. Hackbraten, C. Putenbraten. Was ist ein falscher Hase? Ja, das war ja mal eine wirklich ganz einfache Frage. Natürlich richtig, Hackbraten. Und damit sind wir bei 20 Punkten angelangt. Und wir machen sofort weiter. Hat sich bei euch jetzt noch niemand gefunden, der dieses Spiel mitmacht? Oder seid ihr jetzt einfach so die, wo sie sagen, wir sind die Quizzer, wir ziehen das mal an Land, die 300 Euro? Nö, wir haben doch einen Wechsel drin gehabt. Wir haben ja, letztes Jahr war sie auch schon dabei, die Katrin Lange. Es läuft gut, so, ne? Es läuft gut, genau. Ja. Was man einmal angefangen hat, soll man auch nicht so leicht aufgeben. Ja. Und jetzt kommt Frage 3. Die TV-Kuppelshow Bauer sucht Frau wird
moderiert von A. Inka Bause, B. Barbara Schöneberger, C. Nasan Eckes. Und das braten mir doch einer einen Storch. Diese Fragen sind ja extrem leicht, die hier gezogen haben. Da hätten sich die anderen zwei Teams gefreut, sowas zu bekommen. Und auch dafür gibt es 10 Punkte. Jetzt sind wir schon bei 30. Frage 4. Wie heißt der höchste aktive Vulkan der Erde? A. Der Cotopaxi, B. der Ätna oder C. der Mount St. Helens. A. nochmal, der Cotopaxi, B. der Ätna oder C. der Mount St. Helens. Der höchste aktive Vulkan der Erde. Jetzt ist es mal endlich eine Frage, die den Wissensstand dieser Herren und Damen. Schwierige Frage. Ihr sagt, der Mount St. Helens, ja. Der ist 2539 Meter hoch. Also steht in den USA, der ist es nicht. Auch der Ätna ist es nicht mit 3323 Meter, sondern es ist der Cotopaxi mit 5897 Metern. Steht er oder befindet er sich in Ecuador? Ja, jetzt. Ich habe schon gedacht, das ist ja hier ein Kinderspiel für euch, wenn ihr zieht mit 100 Punkten durch. Ich würde ein bisschen Freude. Keine Freude, gewisse Erleichterung. Gut, Frage 5. Die Elisabethbrücke, die Freiheitsbrücke und die Margaretenbrücke sind Brücken über die Donau und befinden sich A. in Wien, B. in Budapest oder C. in Regensburg. Welche dieser drei Donau anliegenden Städte haben die Elisabethbrücke, die Freiheitsbrücke und die Margaretenbrücke? Wien, A, Budapest, B oder C? Regensburg. Schwierige Frage für 10 Punkte. Hier gibt es nichts geschenkt, auch nichts. Ist es in der Landessprache oder ist es die Brückennamen oder ist es übersetzt? Nö, die heißen so. Also übersetzt, das ist jetzt natürlich wieder eine findige Frage. Wenn du in Stadtführer gehst, egal wo, sind das die Elisabethbrücke, die Freiheitsbrücke und die Margaretenbrücke. Hast du übersetzt es oder nicht, aber so wird es angezeigt. So, in Wien. Also in Wien, Budapest oder Regensburg, hier Wien, es ist aber Budapest. Also doch übersetzt. Ja, nein. Ja. Soll ich jetzt hier... Der Landessprache? Ihr überschätzt meinen Bildungsstand bei weitem. So, 30 Punkte haben wir sicher. Damit seid ihr schon im Finale. Frage 6. Die Übersetzung des englischen Wortes Fury heißt auf Deutsch A. abartig, B. seltsam oder C. gut. Wie übersetzt man Fury? Fury in the Slaughterhouse. Ja, und was bedeutet das, Fury in the Slaughterhouse? Mein lieber Monk, 14 Punkte. Bedeutet das abartig, seltsam, B oder gut? Ihr müsst raten, wenn ihr es nicht wisst. Also, was bedeutet Fury auf Deutsch? Abartig A, seltsam B, C, gut. Und jetzt bitte. Wir nehmen die Mitte. Fassen. Wir nehmen die Mitte. B, seltsame Antwort. Es bedeutet Wut. C wäre richtig gewesen. Frage 7. Wenn ich mir ein Auto kaufe, welches den Typennamen Muso trägt, dann kaufe ich heute, also aktuell, einen A Mazda, B Hyundai oder C Sandler. Einen Muso, also dieser Typenname Muso, wie VW Polo, Muso. Und den gibt es aktuell, kann man kaufen im Autohaus. Den Muso und ist das A ein Mazda Muso, B ein Hyundai Muso oder C ein Sanyong Muso? Ha! Donnerwetter, jetzt habe ich mich doch gesteigert wieder in den Fragen. Das kann nur sein, das Sanyong. Ihr meint Sanyong Muso und das ist richtig? Antwort 10, ja. Jawohl, dafür gibt es, wenn ich meinen Stift habe. Seid ihr bei 40 Punkten und wir haben noch 3 Fragen. Ihr könnt heute die Führung übernehmen. Ich sage es dann gleich nochmal, was die anderen bis jetzt erspielt haben. Aber dafür müsst ihr diese beiden Fragen jetzt, oder 3 Fragen, beantworten. Oh, das wird schwer.
Also, Nero, Claudius, Caesar, Augustus, Germanicus war Kaiser des Römischen Reiches. Seine Amtszeit betrug 14 Jahre und zwar von 54 bis 68 nach Christi, das wäre A, B, 154 bis 168 nach Christi oder C wäre 254 bis 268 nach Christi. Nero, der große römische Kaiser, wie oder in welchem Jahrhundert war deine Zeit? 54 bis 68, 154 bis 168 oder 254 bis 268. Nero, Claudius, Caesar, Augustus, Germanicus. So, jetzt. Das war doch der Sohn von A, 54, B, 154, C, 254, der ihn dann gekippt hat, dann nur kurz vor. Seiner. Andere C. 254 bis 268, da seid ihr falsch. Es ist A. 54 bis 68 nach Christi Geburt war Nero Kaiser des Römischen Reiches. So, jetzt könnt ihr noch gleichziehen. Mit dem Schachzentrum Seeblick. Ja, 60 Punkte. Dachte ich, oder? Genau. Was ist denn da los? Ja, die Frage habe ich mir aufgestellt. Letztes Mal sind sie 100 durchmarschiert. Aber das ist jetzt wieder ganz easy zu schaffen. Der Oberbürgermeister von Pirna heißt A. Mike Ruck, B. Klaus-Peter Hanke oder C. Manfred Elsner. Na, Leute. Der Oberbürgermeister von Pirna. A. Mike Ruck, B. Klaus-Peter Hanke oder C. Manfred Elsner. Enttäuscht, wenn ich auch ein bisschen. Keine Ahnung. Ja, mich direkt auch, ja. Okay, also ihr ratet. Antwort A, das wäre Mike Ruck. Der ist der Bürgermeister von Sebnitz. Ist ja fast die Richtung. So, C ist Manfred Elsner, der ist Neustadt in Sachsen. Und was bleibt? B. Hanke. Klaus. Peter Hanke. So, also, wir machen noch eine Frage, aber definitiv darf ich verkünden, dieses Mal wird es wohl nichts werden mit dem Finale. Ihr habt euch ja große Mühe gegeben. Letzte Frage. Wie weit ist die Entfernung von Dresden nach Kap Arkona Luftlinie? Also, eine gerade Linie, wie man das so macht, Karte in der Mitte reingesetzt, andere Mitte auch. Ist das A 404 Kilometer, B 470 Kilometer oder C 522 Kilometer von Dresden nach Kap Arkona? Luftlinie. 404, B, A, B 470 und C 522 Kilometer. Weiß es jemand von hier sitzen? Nee, falsch. So, also, ihr wisst es nie, oder? Also, ich gesagt A. Ich würde sagen A, weil man kann sich schon verschätzen. Ne? Ja, also den, ja, gerade hoch. Du hast ja auch den Schwung nie von der... Ja, wir nehmen Antwort A. Ja. Richtig. Die zehnte Frage richtig beantwortet. Damit habt ihr 50 Punkte und ihr ordnet euch ein. Die Volleyballerinnen vom Talentestützpunkt TuS Dips hatten letzte Woche 30 Punkte. Ihr habt jetzt 50 Punkte erzielt und jetzt vorne liegt das Schachzentrum Seeblick e.V. mit 60 Punkten. Aber das ist alles nicht schlimm. Es gibt ja nächstes Jahr wieder ein FRM-Vereinsquiz 2020. Da könnt ihr euch wieder anmelden. Macht ihr das jetzt hier gleich? Ja. Ach, die kriegst du nicht los. Also das ist super, das ist schön. Und jetzt gibt es erst einmal die Antwort der Zuschauerfrage. Die Zuschauerfrage präsentiert Ihnen die Strakos Erlebniswelt in Köln-Nitz. Erlebnisverkauf plus Gastronomie unter einem Dach. Letzte Woche hatte ich einen Wikipedia-Eintrag vorgelesen, wo eine Sportart gesucht wird. Und das war natürlich die richtige, gesuchte Sportart war natürlich Fußball. Herzlichen Glückwunsch dem Gewinner oder der Gewinnerin. Und jetzt gibt es natürlich die neue Zuschauerfrage, auch wieder einen Wikipedia-Eintrag und Sie sollen die dazugehörige Sportart herausfinden. Es ist eine olympische Mannschaftssportart aus der Gruppe der Rückschlagspiele.
bei der sich zwei Mannschaften mit jeweils zwei Spielern auf einem durch ein Netz geteiltes Spielfeld aus Sand gegenüberstehen. Ziel des Spiels ist es, einen Ball über das Netz auf den Boden der gegnerischen Spielfeldhälfte zu spielen oder die gegnerische Mannschaft zu einem Fehler zu zwingen. Ich frage Sie, was ist das für eine Sportart? Und das können Sie gewinnen. Spielen Sie mit und gewinnen Sie einen Gutschein für den Erlebnisverkauf oder einen Restaurantbesuch in der Strakos Erlebniswelt in Kolbnitz. Zeit für Schönes, Zeit zum Träumen, Zeit zum Genießen. So, und damit sind wir schon am Ende von Vereinsquiz Nummer 3. Ich sage noch eins, nochmal herzlichen Dank euch fürs Mitspielen, fürs Anmelden und fürs Wiederanmelden für 2020. Dann natürlich drücke ich jetzt schon beide Daumen. Und nächste Woche, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, sind wir zu Gast beim Possendorfer Teichfliegen. Dort hat sich ein neuer Verein gebildet, der diese Tradition weiterführt. Und die haben sich auch gleich gesagt, ja, wir machen mit beim FAM-Vereinsquiz. Es gibt 300 Euro für einen neuen Verein, ganz wichtig. Und deswegen sind Sie dabei und dort sehen wir uns dann nächste Woche. Bis dahin sagen wir hier Tschüss. Das Vereinsquiz 2019 wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Bitte bleiben Sie gesund. Von der Ergo-Generalagentur Ingonei in Ölsa. Kompetente Beratung rund um das Thema Versicherung, auch für Vereine. Und dem Autohaus Liliensieg. Sowie dem Pirna Möbelhandel.